Deswegen wissen wir, dass unsere Fans uns natürlich auch unterstützen, aber bitte von zu Hause. Ja, also wir haben ja seit die Corona-Pandemie uns in Deutschland auch ja, erwischt hat, erreicht hat, immer wieder darauf hingewiesen, appelliert an unsere Fans, wirklich auch zu Hause zu bleiben. Das hat bis zum Köln-Spiel auch sehr, sehr gut geklappt. Natürlich ist jetzt eine gewisse Erleichterung einfach spürbar gewesen nach dem Köln-Spiel, sodass sich da spontan, glaube ich, viele Fans entschieden haben, zum Stadion zu kommen. Die Polizei hat das, glaube ich, sehr, sehr gut geregelt. Unser Appell gilt natürlich nach wie vor, bleibt bitte zu Hause. Und ich befürchte jetzt auch, oder wir befürchten jetzt auch für Donnerstag dort keine großen Fanansammlungen vor dem Spiel, weil am Donnerstag auch noch keine Entscheidung getroffen wird. Wir werden definitiv noch ein Rückspiel in Heidenheim spielen zu haben. Und deswegen wissen wir, dass unsere Fans uns natürlich auch unterstützen, aber bitte von zu Hause und dass sich jeder sowohl natürlich zu Hause in den Kneipen, aber natürlich auch hier vom Stadion natürlich dann auch an die Abstandsregelungen hält. Nein, die Polizei hat natürlich ist im Austausch mit unseren Sicherheitsleuten, werden natürlich auch dementsprechend wieder Ordner auch um das Stadion herum eben postieren. Die Polizei wird ein Stück weit auch natürlich vor Ort sein und da gibt es eine sehr, sehr enge Abstimmung. Aber auf die einzelnen Maßnahmen kann und will ich im Moment auch nicht eingehen.